Das ist ja erstmal Welcome back, ne? Ja. Die Einwanderer, Auswanderer. Welcome back, der Auswanderer ist wieder da. Genau. Du warst ja letztes Mal schon aus Tschechien wieder da. Hier, das heißt, der Auswanderer. Der Auswanderer, ja. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Trommelwirbel. Aus der Sommerpause hier zurück im Storia Mastering Studio, in der Regie A vom Storia Mastering Studio und zurück zu deinen DAW-Verstehern hier im Podcast. Ich freue mich, Björn, dass ich heute wieder da sein darf. Endlich, ja, 6 Wochen sind ja eine lange Strecke tatsächlich. Ich habe dich auch vermisst, ja. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Aber ich hoffe, ihr habt uns auch vermisst. Also, dann wäre ja schön. Ja, dich vielleicht, ne? Ich rede ja immer so viel. Aber das wird sich heute nicht ändern. Okay. Aber trotzdem freue ich mich sehr, hier sein zu dürfen, hier endlich wieder bei dir, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Regie A vom Storia Mastering Studio hier bei meinem lieben Freund. Jedes Mal, wo die Regie Bier ist. Die kommt noch, die wird noch gebaut. Ach so. Auf jeden Fall bin ich hier bei Björn Schlüter, die goldenen Ohren von Holtweg. Yes. Wunderschönen guten Tag, Jonas. Und ich sehe, haben wir gerade schon gesehen, also du hast auf jeden Fall sehr viel Farbe bekommen in Griechenland und deswegen freut es mich natürlich zum einen, dass du nicht nur wieder nach Deutschland eingewandert bist, sondern dass du auch den Weg wieder ins schöne Holtweg zum Nabel der Welt gefunden hast, damit wir hier, dass wir heute wieder ein bisschen Quatsch erzählen können. Nein, natürlich nur höchst informative, produktive Gespräche führen können. Ja. Dabei natürlich wie immer ein leckeres Käffchen-Getränk zu uns nehmen können. Sehr Prost. Zum Wohle. Mm. Vom Feinsten. Aber tatsächlich ist es wieder schön hier zu sein, weil 6 Wochen... Ich glaube, die Planung war ja eigentlich, dass wir 3 Wochen in Griechenland bleiben. Wir sind ja die letzten Jahre immer 6 Wochen mit dem Campervan durch die Gegend gefahren. Ne? Konnten wir, weil wir ja Online-Nomaden sind, meine Frau und ich, oder Digital-Nomaden, können wir ja von überall arbeiten. Wir sind immer 6 Wochen unterwegs. Und wir haben ja dieses Jahr gesagt, weißt du was, lass mal kürzer machen, wir machen nur 3 Wochen, weil im Sommer ist in Deutschland ja auch schön. Und dann machen wir die 3 Wochen im Garten schön, können wir ja auch schön in Ruhe arbeiten und genießen mal unseren Garten im Sommer. Da hatte der Klimawandel anscheinend was dagegen irgendwie, weil also, während wir in Griechenland wahrscheinlich verbrutzelt werden bei über 40 Grad, können wir hier eher trinken wahrscheinlich. Aber in Griechenland ist ja nicht nur heiß, sondern ja auch so mit Feuer und so, ne? Ja, bei uns auf der Insel war es tatsächlich noch, weil es da vorher noch geregnet hat. Ja. Das heißt, wir kommen auf der Insel an und fahren rüber, wir sind abgeholt worden und fahren rüber und der Fahrer hat Scheibenwischer an, weil es noch geregnet hat. Okay. Es hat den ganzen Juni durchgeregnet bei uns auf der Insel, also im Ionischen Meer muss man dazu sagen, ne? Nicht in der Ägäis, sondern im Ionischen Meer, ist die Seite Richtung Italien rüber, hat es den ganzen Juni durchgeregnet, sodass die Griechen da gesagt haben, das haben wir noch nie erlebt, dass im Juni so geregnet hat. Und bei uns im Dorf, wo wir dann immer sind, da ist so ein Sumpf, war früher mal ein See, deswegen heißt der Ort auch Limni Keriou, der See von Keri, ne? Und der See war aber immer ein Sumpf. Das war immer, weil der so zugesandet ist und so weiter. Und dieses Jahr stand tatsächlich Wasser drin. Habe ich noch nie gesehen, dass da Wasser drin steht, außer im Winter. Und dann haben wir gedacht, ja super, ist doch super grün. Und ab da wurde es dann aber auch sukzessive heißer, heißer, heißer. Und die letzten 2 Tage, die wir dann noch da waren, war es wirklich so, wenn der Wind keine Abkühlung mehr bringt, sondern wenn du das Gefühl hast, dass der Wind eigentlich eher so, als wenn dir einer einen Föhn ins Gesicht hält. Oh, ne? Je. Da wird es so langsam kritisch. Und dann sind wir ja da abgezischt und haben uns dann schön auf Deutschland gefreut. Was ja auch die ersten 2, 3 Tage wirklich wunderschön war. Und unser neuer Hund, den wir mitgebracht haben, hat auch alles wunderbar funktioniert. Und dann kam plötzlich das Regenwetter, womit weder wir noch der Hund was mit anfangen konnten. Weil der Hund hat wahrscheinlich noch nie nasse Pfoten gehabt. Weil in Griechenland regnet es ja nicht so oft irgendwie. Aber der hat sich ja schon mal im Juni dran gewöhnt. Stimmt, der hat sich im Juni schon mal dran gewöhnen können. Fand er aber trotzdem kacke. Ja, kann ich verstehen. Und was auch spannend war beim neuen Hund, tatsächlich, man muss ja so ein bisschen umdenken bei der ganzen Geschichte. Ne? Der Hund kommt jetzt aus Griechenland und kennt dementsprechend, weil es da keine Wälder gibt, ne? Kennt der keinen Wald. Also klar gibt's da Oliven. Baumwälder und so weiter und so fort. Aber jetzt der klassische Wald, wie er in Deutschland ist, der Mischwald, den gibt's da nicht. Ne? Das heißt, wenn du mit so einem Hund plötzlich in so einen Wald reingehst, ist das für den erstmal so ein riesiges, dunkelgrünes Loch irgendwie. Und dann hat er sich erstmal hingesetzt und so, okay, was wollt ihr jetzt von mir? Überall rauscht es, der Wind irgendwie, alles ist dunkel, alles riecht nach 1 Million Hunden, die ganze, da durchgeführt werden. Insekten, ne? und Käfer. Hatte und, der keinen Bock darauf und dann haben wir den aber irgendwie überreden können, dass er dann doch freiwillig mitgekommen ist, ein paar Runden durchgedreht. Ein paar Tage später fing es dann an zu regnen. Was macht das mit dem Wald? Andere Geräusche, es tropft überall, es riecht komplett anders und so weiter und so fort. Wollte der Hund wieder nicht rein. Plus, der Boden war matschig und also
Ich könnte Geschichten erzählen. Wir könnten jetzt hier auch nicht DAW, sondern Doc-Versteher-Podcast machen. Quasi wäre das Gleiche. Powered by Martin Rütter. Powered by Martin Rütter, genau. Liebe Grüße, Martin, übrigens an der Stelle von meiner Seite. Ja, aber tatsächlich ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir es also wirklich famos verkalkuliert, möchte man sagen, ja, mit dieser Wetterprognose. Aber das haben, glaube ich, alle, die sich darauf gefreut haben, einen schönen Sommer zu verbringen. Ja, und auch da gehen die Grüße raus an alle, die sich tatsächlich nach Wacken getraut haben. Oh ja. So Schlammschlapp von Wacken. Ich meine, die sind es ja gewohnt, zum einen. Ne? Ja, aber in der Härte? Ja, also ich war ja auf dem Wacken. Wann war ich denn auf dem Wacken? Jetzt muss ich mal ganz scharf nachdenken. Das müsste gewesen sein 2018 oder 2017. Zum Arbeiten damals, ne? Ja. Genau, zum Arbeiten. Und da war es ähnlich. Also da war es auch so, dass du im Prinzip überall jetzt Backstage, wo auch kein Schotter oder Kies ausgeschüttet war oder wo irgendwelche Sägespäne oder, ja, was oder, was, oder ja, Balkenbretter, ja, ausgelegt, ja, ja, waren. Ne? Also ich kann mich erinnern, die Anreise da mit dem Bus, und dann bist du zwar aus dem Schotterparkplatz ausgestiegen, musstest aber dann quasi über so ein Stück Wiese, und da wurde dann wirklich von einfach so Balken, so Bohlen hingeworfen. Im besten Fall. Genau, dass du da, dass du dann da durchrennen konntest. Ja. Und ja, ich war froh, dass ich gutes Schuhwerk auf jeden Fall anhatte, weil ansonsten wäre es nicht gegangen. Und es war sehr, sehr stürmisch, weiß ich noch, sehr, sehr stürmisch und windig, was eine riesen Herausforderung war, wenn du da auf der Bühne mit knapp, ich glaube, es waren irgendwie 105 Mikrofone, die wir auf der Bühne hatten. Das war ja eine Heavy-Metal-Band mit einem Chor und mit einem Orchester. das heißt, da waren, tatsächlich habe ich an dem Tag gelernt, wie viel wirklich ein Windschutz auf einem Mikrofon, ja genau, ja, auf einem Mikrofon bringt. Ne? Also macht man sich ja sonst gar nicht so viele Gedanken. Und das finde ich ja so faszinierend, diese Windpuschel. Ne? Ja. Das war ja neulich hier dieses Schiff, was da in der Nordsee so schief gelaufen ist, vor Ameland, dieser so, Autotransporter, Brand, genau. Brand ist, ja. Und dann war dieser Reporter, stand da wirklich auch in den Dünen drin, und du sahst nur, wie diese Windpuschel-Fell-Dinger irgendwie flogen zur Seite. Du hast also im Bild gesehen, dass richtig Wind war, aber gehört hast du nix. Faszinierend. Hat ja bestimmt hier Isotop RX D-Wind oder wie das heißt. Gibt's ja wirklich, ja. D-Wind? Ja. Echt? Kein Scheiß. Habe ich noch nicht gefunden in meiner Liste. Ist aber, gibt's glaube ich nur in dieser ganz großen Advanced irgendwas Version. Da ist es auf jeden Fall drin. Zumindest habe ich davon schon mal gelesen, dass das eben extra für diese Post-Production bei Filmproduktion, ja, ja, oder, ja, ja, oder sowas, dass du da. Ja, aber zum Reparieren ja nicht. Also nochmal drauf zurück, diese Windpuschel, die bringen schon echt unfassbar, ja, viel. Ne? Also sehr erstaunlich, dass da einfach Fell rumwedelt irgendwie und dass die Windgeräusche so wegbricht, dass es eben nicht im Mikro landet. Ja, oder halt auch schon dieser normale Schaumstoff-Windschutz, ne? Wir haben jetzt ja dieser Popschutz, den man so drauf machen würde, ja, meinst du? Und so. Genau, aber ich sag mal, so, wenn du da halt irgendwie so einen Haufen Kondensatormikrofone auf der Bühne stehen hast, das sowieso schon krass ist, ja, ne? Irgendwie, also es war ja komplett Einzelmikrofonierung des ganzen Orchesters, weil was willst du sonst auf dem Wacken irgendwie darüber bringen, ne? Ja. Brauchst jetzt kein Stereo-Mikrofon hinstellen vor so einem Orchester. Kannst du machen, kommt nur nichts an. Ja, genau. Das war echt heftig, und es hat halt total geschüttet und alles war Schlamm und Matsche. Aber wie immer, ich glaube, es gibt kein Festivalvolk, was das mit mehr Würde und mit mehr Freude trägt als die Wacken-Family. Ja, es gibt ja zwei Trophäen, die du von so einem Festival nach Hause tragen kannst. Entweder Sand zwischen den Zähnen und alles matschig, oder ein mega Sonnenbrand, den du von links nach rechts nicht wieder rüber kriegst. Aber nach Rot kommt ja Braun, habe ich gelernt, zumindest von den Engländern. Bei mir nicht. Nach Rot kommt ab. Nach Rot kommt weiß. Wie man eindrucksvoll gut durch sieht, wenn man uns bei YouTube zuschaut. Aber gut. Ja, und das Interessante ist ja, wir sitzen zwar jetzt hier am Donnerstag und sprechen das Ganze schon ein. Ja. Wenn das aber hier ausgestrahlt wird, dann seht ihr das ja ab dem Sonntag. Das heißt, letzter Tag von Wacken. Aber gestern war dann quasi auch virtuell, gestern war dann auch Samstag. Und ich habe, beziehungsweise aus jetziger Sicht, ich spiele am Samstag in Emsdetten Open Air. Yes. Am 5. August im Freibad von Emsdetten. Und ehrlich gesagt, als wir die Veranstaltung geplant haben, da wussten wir auch noch nicht, dass wir im Regen spielen werden und dass es mit 20 Grad der wärmste oder kälteste Tag des August wird. Keine Ahnung irgendwie, ich weiß es nicht, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal, ich hoffe, dass der Wind zumindest nicht den Regen von vorne in die Bühne reinbläst, sondern dass er einfach nur runterfällt. Das würde mir schon persönlich reichen. Das würde ich mir wünschen. Wobei die Regenwahrscheinlichkeit, ich habe heute auch mal nachgeschaut, weil ich am Samstag auch noch eine Veranstaltung ja, hab. Und? 50% habe ich gelesen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, zu welcher Uhrzeit das dann sein soll. Ja, also abends, wenn wir spielen, ist quasi kein Regen.
Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bräuchte von 10 bis 22 Uhr ungefähr. Ja, ich erweitere dann bis 24 Uhr, dann haben wir es für beide gut. Aber morgens kannst du ja ruhig von Mitternacht bis 5 Uhr kannst ja, dann rechnen. Geschenkt. Also wir haben auf jeden Fall letzte Woche schon geprobt, was sehr spannend war. Habe ich mich sehr darauf gefreut, auf die Probe, einen Kollegen wieder zu treffen. Lief und noch, mal wieder, oder? Ja, also... Ja, also Leute, die jetzt seit 40 Jahren nicht mehr auf der Bühne gestanden haben, weil die Band gibt's ja seit 50 Jahren, wir feiern ja 50 Jahre Skydogs. Mhm. Und Leute, die seit 40 Jahren jetzt nicht mehr auf der Bühne gestanden haben, für die war es schon eine Herausforderung, aber für alle anderen war es irgendwie dreimal vorgezählt, Ablauf war klar und dann geht's los und dann wurde gespielt irgendwie. Das war also schon mal ziemlich cool und freue mich jetzt einfach nur darauf, da Quatsch zu machen auf der Bühne. Meine Kinder werden da sein, können dem alten Herrn nochmal bei der Arbeit zuschauen, was er so früher gemacht hat irgendwie. Und dann werden wir da einen famosen Abschluss auf jeden Fall finden für das ganze Ding. Das wird auf jeden Fall sehr gut. Einige Leute aus der DAW-Versteher-Familie kommen auch. Echt? Haben sich schon angekündigt. Deswegen bin ich mal gespannt, was die dann hinterher sagen. Oh je, du musst dich anstrengen. Ja, auch das noch. Ja. No, ich spiele Gitarre, ich spiele Bass, ich singe. Das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich spiele zum ersten Mal seit Ewigkeit wieder mit konventionellem Monitoring. Ich habe sonst immer mit In-Ear-Monitoring. Seit 1998 oder 99 haben wir umgestellt auf In-Ear-Monitoring. Also weil zu viele Protagonisten jetzt sind quasi auf der Bühne. Ja, also einige Leute sind es einfach nicht gewohnt mit In-Ear und dann hast du auch nicht so viele Sendestrecken da. Wir sind ja teilweise mit 20 Leuten da unterwegs, also jetzt nicht alle gleichzeitig auf der Bühne, aber im Wechsel immer so. Ne? Und dann habe ich gedacht, weißt du was, für die paar Songs irgendwie brauche ich jetzt auch keinen echten Monitor. Spielen wir einfach mal ohne. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Wird auch, ja, genauso wie früher. Nur, dass du heutzutage ja bei weitem nicht mehr so brachial laut ist. Und wir spielen draußen. Das heißt, also musst nicht gegen irgendeine Raumakustik von irgendeinem Club anspielen oder so, sondern das ist dann noch alles machbar. Aber ja, also ich hoffe, dass wenn ihr das jetzt hier seht, dass ich dann schön im Saft liege, im Camper bin und meinen Rausch ausschlafe. Meinst du, das wird noch gut begossen nachher? Aber hallo, wird das gut begossen. Ey. Wir werden auf jeden Fall gut begießen. Das bietet sich ja auch an, wenn man mit allem Mann mal wieder zusammenkommt. Ja. Und es ist halt so, das sind halt so viele spannende Leute. Guck mal, einer ist ausgewandert in den Sinai, hat da ein Reisecamp aufgemacht, wo du wirklich im Sinai ihn besuchen kannst. Und wenn du mal Stille suchst, irgendwie, dann kannst du bei ihm richtig im Nichts, im Santa nirgendwo. Also das ist eine Stunde südlich von Dahab an der Küste vom Sinai entlang. Da ist nichts. Also die haben auch nur 6 Stunden Strom am Tag und so weiter. Aber wenn du runterkommen willst, da. Ne? Kennt auch ganz viele Leute, die wirklich Ruhe suchen, die kennen dieses Camp von Micha. Mhm. Einer der Kollegen ist Richie Arndt, bekannt von Richie Arndt in The Blunetics, einer der bekanntesten Blues-Acts in Deutschland überhaupt. Und wir spielen Still Got the Blues. Und es war wirklich, krieg ich jetzt noch Gänsehaut, weil als wir bei der Probe Still Got the Blues gespielt haben und Richie hat dann das Solo von Still Got the Blues gespielt. Ne? Mhm. Also es gibt ja so Gitarristen, die nutzen dann so einen Song irgendwie als Turnübung, irgendwie um ihre Übungen alles abzufeiern. Zu zeigen, oder so, geht, ne? Und Richie ist halt Blues-Gitarrist und zwar ausgezeichneter, mit deutschen Bluespreisen zugeschrieben. Schütteter Blues-Gitarrist und dann spielt er das Solo von Still Got the Blues, aber jetzt nicht 1:1, sondern so wie er meinte das richtig und so stehst da und denkst so, boah, war schon geil. Der weiß, was er tut. Aber, der Mann weiß, aber was er tut. Richtig geil irgendwie und dann, ja, und dann spiele ich Seitengitarre zum Beispiel bei Won't Forget These Days von Fury in the Slaughterhouse. Und meine Erinnerung ist halt, dass ich als Fan besoffen vor der Bühne von den Skydogs gestanden habe und Richie beim Singen zugeguckt habe. Und jetzt stehe ich daneben und spiele einfach die Begleitgitarre. Also mehr geht nicht. Das ist für mich eine komplette Zeitreise, die ich da abfeiern darf. Die meisten Zuhörer werden jetzt mit den Skydogs ja nichts anfangen können, außer sie kommen vielleicht aus dem Münsterland oder aus Norddeutschland. Ja. Es war halt wirklich so eine der allergrößten, fettesten Top 40 Band oder Showbands. Ja, beides, eine Top 40 und Showband. Ja, genau. Über wie viele Jahre, also ja, du hast ja gesagt, 50 Jahre gut davon aktiv. Ja, irgendwie. Gut, die ersten 20 Jahre waren vielleicht jetzt nicht mit Show, sondern nur eine Coverband irgendwie. Genau. Ne? Aber schon so ab den Mitte, Ende 80ern war das auch eine Showband, die auch immer Bühnenperformances gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viel Quatsch wir uns auf der Bühne ausgedacht haben und so weiter. Und waren da wirklich Norddeutschland ganz lange sehr erfolgreich. Ich habe gespielt von 96 bis 2001, also 5 Jahre und dann noch weitere 15 Jahre ausgeholfen als Sub quasi, wenn mal einer krank war und so. Ja. Also insgesamt auch eine Historie für mich von 20 Jahren aktiv auf der Bühne und davor dann schon Ewigkeiten schon Fan. Genau. Also von daher
Und dann gibt es ja auch noch ganz andere berühmte Leute, die dabei waren, ohne da jetzt jemand anders runterzuziehen. Ja, zum Beispiel Amaretto von Bali, Bassist, hat früher bei den Skydogs gespielt. Amaretto ist der Songwriter von Mickey Krause und hat auch gerade von dem neuen Song erzählt bei der Probe, dann, was sie gerade neu aufgenommen haben. Auch ein sehr erfolgreicher Redakteur, tatsächlich im deutschen Fernsehen, der viel als Headwriter arbeitet. Das ist der Chefautor für so eine Produktion und so weiter. Sehr renommierter Typ, Atze Schröder, hat früher am Mischpult gestanden. Ne? Das war auch eine spannende Zeit. Atze kommt vielleicht auch noch zur Aftershow-Party, der hat einen Job. Sehr schön. Deswegen, also es wird ein riesen Klassentreffen werden mit ganz vielen Leuten. Der Manager von Mickey Krause sitzt am Schlagzeug. Auch lustig. Ja, so ist die Welt. Ne? Deswegen, also wenn ihr immer hört, was er hier so erzählt, mal eben hier Grüße an, weiß ich nicht, Martin Rütter, Grüße an den. Klar, kommt natürlich aus deiner Tätigkeit auch vorher. Aus meiner Vergangenheit. Aus deiner beruflichen Vergangenheit. Aber ist natürlich schon für den Otto-Normalverbraucher oft auch einfach gar nicht so greifbar. Ne? Ja, aber ich habe zum Beispiel spannende Cross-Connections in Neudeutschland, also Verbindungen, die man nur wieder herstellen kann. Ich habe Amaretto dann einfach gefragt, wer denn eigentlich der Produzent von den Songs ist, also von Mickey Krause Songs. Weil ich finde das noch mega spannend. Ne? Also ich weiß, dass Amaretto die Songs schreibt, zusammen mit Mickey zusammen, und dann machen die Nemo-fähig. Und dann geht es halt an den Produzenten und der baut daraus halt diesen mega fetten Mallorca-Disco-Dance-Sound, den du brauchst. Und das geht doch alles zu Extreme-Sound, oder? Köln? Genau. Ja aber... Da will ich jetzt hin. Ich will denen zugucken. Ich will davon erzählen können. Ich will wissen, wie die das machen. Irgendwie. Ja. Weil das ist ja schon eine Kunstform für sich alleine. Ne? Und in dem Sinne, kurze traurige Nachricht, Sascha Ludowicki ist gestorben. Ja, genau. Ja. Vom Chaos-Team. Also Sascha, wo auch immer du bist, grüß die anderen da oben. Wir kommen dann irgendwann mal nach. Hoffentlich dauert das noch ein bisschen. Aber Sascha ist mit Anfang 50 auch auf der Strecke geblieben. Auch ein langer Wegbegleiter von Skydogs. Ja, wir haben noch ganz kurz vorher haben wir noch über ihn gesprochen, ne? Genau, und Sascha hat noch als DJ gearbeitet, da sind wir immer gewesen bei ihm auf einer Veranstaltung, haben da gespielt und so weiter, deswegen kannte ich ihn schon seit Ewigkeiten, bevor die auch erfolgreich geworden sind, und als ich dann gelesen habe, dass er liegen geblieben ist, ja, also das nur als kleiner Downer in der heutigen Folge, aber wie gesagt, Riesenklassentreffen auf jeden Fall beim Skydogs Event, und bin mal gespannt, wie viel Leute bei uns im Matsch versinken, weil ich glaube, dass im Freibad Emstetten nicht die Traktoren vorgehalten werden, um dann die Autos wieder rauszuziehen. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich hätte mich sehr gefreut, dich auch mal da in Aktion zu sehen, aber leider selber einen Job am Samstag. Vielleicht filmt ja einer mit. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Highlight auf jeden Fall. Das hoffe ich natürlich. Ja. Und das eine oder andere Video könnte man sich ja dann zu Hause anschauen, zum Beispiel mit einem guten Kopfhörer, um auch einen guten Sound zu hören. Und ich habe gehört, dass du da eine ganz gute... Wie sagt man denn, eine ganz gute Kaufentscheidung getroffen hast? Ich habe ein Update vorgenommen. Habe ich ja letztes Mal schon so angeteasert. Ein kleines Update vorgenommen. Ich bin ja aus der Superbooth raus und hatte diesen Odyssey-Kopfhörer gehört, der aber immer noch nicht erhältlich ist. Und hab das Fraß an mir. Ne? Übrigens nicht Odys, wie ich jetzt gelernt habe. Nicht Odys, also Odyssey, sondern Odyssey ausgesprochen. Ja. Das Fraß in mir. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, das muss doch möglich sein. Und hab dann gedacht, dann nimmst du vielleicht den nächstgrößeren, probierst den einfach mal aus, und wenn er gut ist, behältst du ihn, und wenn nicht, dann eben nicht und so. Und dann habe ich mir bestellt den LCD2 Classic, weil ich vorher auch ein anderes Video darüber gesehen habe, und habe gedacht, komm, gleiche Schmiede, lass mal kommen. Wenn er doof ist, schickst du ihn halt wieder zurück. Eigentlich bin ich nicht so ein Besteller und wieder zurückschicker, aber ich war innerlich schon darauf eingestellt, verdammt, er wird mir gefallen. Und dann kam er tatsächlich und kam aber genau einen Tag vor meinem Urlaub. Und dann die Entscheidung. Nehme ich den mit oder nehme ich ihn nicht mit? Dann wurde mir die Entscheidung aber so ein bisschen abgenommen, weil der Kopfhörer hat nämlich nur einen großen Klinkeanschluss, den großen Stereo. Den kriege ich nicht ans Handy ran. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch nicht so einen teuren Kopfhörer mit rumschleppen irgendwie im Urlaub. Hinterher ist er noch weg oder sonst was, oder geht kaputt oder sonst was. Ich lasse den zu Hause und habe mich dann 3 Wochen lang in Griechenland drauf gefreut, dass wenn ich nach Hause komme, das muss mir erstmal einer nachmachen, 3 Wochen Vorfreude. Und dann kam er tatsächlich... kam dann wieder zurück, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit irgendwie. Dann wollte ich den, wie gesagt, an meinen Laptop anschließen, ging nicht. Dann habe ich mich dann nach draußen gesetzt, da war noch schönes Wetter. Habe dann mein Focusrite Audio Interface genommen, das USB Interface dran geklemmt, und dann konnte ich endlich anklemmen und dann hören. Und habe draußen im Garten gesessen und habe gedacht, boah, verdammt, den schicke ich nie wieder zurück. Voll Mist. Doof. Ja, wirklich voll doof. Und und dann habe ich den verschiedenen Freunden gezeigt, jetzt am vergangenen Montag auch ein Freund, der regelmäßig zum Mischen zu mir kommt, der auch immer so auf der Suche nach dem nächsten heißen Shit ist irgendwie so. Ich sage, Uwe,
jetzt wird's gefährlich. Wieso? Du musst jetzt tapfer sein. Hier, hör mal. Genau. Und dann wie sieht's auf dem Konto aus? Und dann, ja, ja, der ist Projektleiter, den stört das jetzt okay. nicht großartig. Aber dann hat er den Kopfhörer aufgesetzt und wir haben wirklich auch AB gehört, so wie ich das da auf der Superbooth auch gemacht habe, gegen den HD650. Erst den HD650 aufgesetzt, so gehört, ja, guter Kopfhörer, ne? Und dann den Odyssey aufgesetzt und festgestellt, oh, ganz andere Baustellen. Und dann haben wir wirklich tatsächlich von Miles Davis über Dave Matthews, über Metallica, über Sachwas. Wir haben alle Stile durchgehört und Fazit dann, dass dann nach so einer Stunde Hören war, man kann darüber sicherlich, ich habe noch nicht darüber gemischt, ne? Man kann darüber sicherlich gut mischen, aber vor allem macht es unfassbar Spaß, darüber Musik zu hören. Und das fand ich, ist eigentlich noch ein schöneres Kompliment für den Kopfhörer, weil es eben nicht dann nur ein Werkzeug ist und so, sondern weil es einfach auch unfassbar viel Spaß macht, darüber einfach Musik zu hören. Mhm. Das fand ich tatsächlich. Und ich habe ihn ja zur letzten Mixkritik, die wir aufgenommen haben, auch mitgebracht. Du hast auch mal kurz reingehört und konntest kurz sagen, dass das... Dafür, dass ich Kopfhörer grundsätzlich nicht mag, war der schon echt... echt sehr weit fortgeschritten. Und zwar ohne Software-Hilfsmittel oder so. Das finde ich eigentlich am faszinierendsten bei der ganzen Geschichte, ne? Weil ja jeder versucht irgendwie mit Sonarworks und was nicht alles seinen Kopfhörer irgendwie in die richtige Richtung zu drängen und dieses Enge rauszukriegen, was Kopfhörer gerne haben, ne? Dass sie keine große Raumsimulation und weiß ich nicht, hast nicht gesehen. Whatever, ne? Und dann aber den aufgesetzt und wirklich ein öffnendes Gefühl wirklich, wo du denkst, so, es kommt alles, ja. Ich kann es noch nicht mal so richtig beschreiben und habe es tatsächlich dann in der letzten Mixbar ja auch erzählt, die wir im Premium-Bereich ja jeden Monat haben. Da treffen wir uns einmal im Monat und quatschen über alles, was uns bewegt. Und eine Teilnehmerin hat sich den dann jetzt auch gekauft, schickte mir heute Morgen eine Mail, habe ihn mir auch gekauft. Wahnsinn. Jetzt muss man aber dazu sagen, jetzt breche ich mal eine Lanze dafür für alle anderen, die sich das Teil nicht leisten können. Ne? Das Ding kostet 900 Euro. Das ja, oder ist nicht leisten wollen, ja. Furchtbar viel Geld. Machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich unfassbar viel Geld. Und auch die Frage kam natürlich auf, wo ist denn da das Ende der Fahnenstange? 900 Euro nur für einen Kopfhörer. Ne? Und dann hab ich aber für mich intern mal die Rechnung aufgemacht. Das ist ja jetzt kein Kopfhörer, den ich mir irgendwie zum iTunes hören kaufe. Zumindest bin ich nicht in der Lage, mir für 900 Euro einen Kopfhörer, nur weil ich mit iTunes im Bus sitzen möchte. Ne? Nein. Dafür ist er nicht gemacht. Ne? Aber ich habe dann gedacht, wie viel Aufwand wir betreiben im Tonstudio, um einen Raum dahin zu biegen, dass wir darüber verlässlich arbeiten können. Du lächelst schon. Ne? Ja. Weil dein Studio hier hat einiges an Monetas gefressen, bis es akustisch einigermaßen optimiert war. Einen Teil sehen wir ja hinter uns. Mein Studio auch hat sehr viel Monetas gefressen, um auf dem Niveau arbeiten zu können, auf dem ich arbeiten kann. Und da habe ich noch nicht die Boxen reingerechnet, nur die Raumakustik. Ne? Ja. Und mein Boxensystem kostet auch tüchtig vierstellig, das Neumann-System, was ich da habe, mit Einmesssystem und alles, was da reingeflossen ist. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, ich habe keine Möglichkeit, so einen Raum umzubauen, weil ich keinen Raum habe. Es gibt viele Leute, die in ihrem Raum auch wohnen. Möchte aber ein gutes Ergebnis haben, möchte eine gute Abhöre haben, dann sind 900 Euro für einen Kopfhörer, für eine Abhöre, sag ich jetzt mal, auf dem Niveau nicht so viel Geld. Es ist natürlich furchtbar viel Geld, außer Frage, aber gemessen an dem, was geboten wird, muss ich sagen, ist es okay. Oder verhältnismäßig. Voll. Es ist sicherlich nicht günstig. Preiswert ist noch das Wort, was mir da einfällt. Es ist seinen Preis wert. Ne? Kommt mit Sicherheit auf den Einsatzzweck. Und den Anspruch auch. Und den Anspruch, ja genau. Also Anspruch, Einsatzzweck. Wenn ich jetzt natürlich sage, keine Ahnung, ich nehme zweimal im Jahr mit meiner Band meinen Proberaum was auf und mische da ein bisschen dran rum. Ja, dann kauft ihr halt einen DT770 oder was weiß ich was. Ja, der 990, der kostet, ich habe nochmal nachgeguckt, ja. 139 Euro. Der Beyer Dynamic DT990 mit 250 Ohm, das ist der, den ich auch zu Hause habe. Für die Kohle ein fantastischer Kopfhörer. Absolut. Absolut. Der nächste wäre dann der 650er von Sennheiser. Ja. Der HD650, der ist im Bereich 400 Euro. Auch schon viel Geld. Da bist du auch schon im Bereich von Slate VSX und so weiter. Ne? Genau. Und dann eben nochmal das Doppelte ist dann halt der klar, Odyssey. Aber stell halt die Rechnung auf, wie du schon gesagt hast, mit Raumakustik. Selbst wenn du jetzt einen Raum hättest, ne, den du nutzen kannst, da ist ja... sagen wir mal, die 400, 500 oder auch von mir aus, wenn man mit den 900 Euro rechnet, klar, ist natürlich dann hier ein bisschen übertrieben dargestellt, aber meine Kabel, wo meine Boxen verkabelt sind, die kosten schon fast 900 Euro. So, ne? Also gut, das ist jetzt vielleicht natürlich
nochmal auch da wieder. Das sind die letzten 0,5%. So, bitteschön. Jetzt insgesamt, ne? Ich meine, bei mir sind wir ja dann nochmal nicht im dreistelligen, sondern auch im vierstelligen Bereich, was das Monitoring angeht, also ohne Raumakustik, ja, ne? So, also nur die Boxen. Aber das ist natürlich auch wieder der Einsatzzweck, natürlich der Anspruch, der Einsatzzweck. Aber mit so einem Kopfhörer ist ja das Schöne, wie du schon sagst, ob du im Wohnzimmer sitzt oder im Bus sitzt oder in Griechenland sitzt. Im Bus nicht, weil ist ja ein offener Kopfhörer, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also grundsätzlich erstmal ortsunabhängig zu sein, vielleicht dann nicht in einer super lauten Umgebung, genau, aber zumindest zu sagen, ob ich jetzt auf dem Balkon sitze, im Garten, im Schlafzimmer, in der Küche oder auch vielleicht mal im Urlaub irgendwo, damit kann ich arbeiten. Ne? Genau. Und das ist ja auch der Punkt, arbeiten ist ja auch so ein Wort. Das ist ein Werkzeug. Ne? Arbeitest du oder spielst du damit? Wenn du damit spielst, musst du ja immer entscheiden, ist es deinem Hobby, deinem Spielzeug, ist es dir das wert? Keine Ahnung. Das muss jeder für sich selber beantworten. Für deine Karrierebahn gibst du dafür, keine Ahnung, 1.000 Euro aus oder nicht? Für die Märklin bist du auch schnell 1.000 Euro. So, oder weiß ich nicht, was für andere Hobbys, ne? Für deine Angelroute oder Schlag mich tot, gibst du das aus oder nicht? Ja. Muss ja jeder selber wissen. Ja, ne? Genau. Und der eine sagt halt, ne, ganz ehrlich, also ich kann auch mit was Günstigem leben, ne? Grillen ist auch, ich finde mal, Grillen ist so ein cooler Vergleich auch, weil da ja auch viele, die wenigsten Leute in Deutschland machen das ja beruflich, grillen. Ja, ja. So. Aber trotzdem gibt es ziemlich gute Umsatzzahlen. Die meisten wollen das aber gerne. Ja, also ich würde beruflich gerne essen, nein Gott. Aber da ist ja auch, du kannst einen Gasgrill kaufen im Baumarkt für 200 Euro. Da steht halt dann, keine Ahnung, Sparfuchs. Smoker XXL drauf, weiß ich nicht. Ja. So, der hat auch 3 Gasbrenner dran, weiß ich nicht. Ja. Da ist auch ein Rost drauf, da kannst du auch eine Wurst drauf grillen. Natürlich kannst du das machen. Ne? Ja. Kannst natürlich auch den, weiß ich nicht, Broil King, Napoleon, Schlag mich tot, Weber kaufen. Da kostet der halt, weiß ich nicht, 2.500 dann der Grill. Ja, sieht aus wie eine Küche außer Gastronomie. Aus der Zukunft. Ja, genau, so eine Edelstahl-Schlacht. Genau. Ja, so eine Outdoor-Küche oder was weiß ich was, ne? Natürlich auch mache. Deswegen schmeckt die Wurst jetzt nicht unbedingt besser, vielleicht. Nee, ist Wurst vielleicht nicht. Ein bisschen schöner, damit zu arbeiten in vielen Richtungen. Natürlich kommst du damit vielleicht einfacher zum Ziel, schneller zum Ziel, hast andere Möglichkeiten, aber die Wurst hättest du auch auf dem 10 Euro Einmalgrill vom Aldi heiß gekriegt. Höchstwahrscheinlich. So. Ja. Und wenn man sich das halt überlegt, so ist es ja mit Audio-Equipment oder mit so einem Kopfhörer auch. Wenn du jetzt sagst, das ist einfach nur Spaß an der Freude, weil ich ein bisschen an meiner eigenen Musik rumschraube oder so, ja, dann musst du halt für dich entscheiden, ob's hast dir du das da wert Bock drauf ist. Ja. Oder gibst du dein Geld lieber für einen Gasgrill aus, keine Ahnung. Ja. Oder beides. Ja, im besten Fall beides. Wir können es runterbrechen, ne? Also um diesen Sound, den du aus diesem Kopfhörer rauskriegst, in einem Studio mit Monitoren und Raumakustik abbilden zu können, bist du ein Vielfaches von 900 Euro los. Und wenn du das auf dem Niveau hören möchtest, dann wäre dieser Kopfhörer die schnellere Variante, um an so einen hochwertigen Sound ranzukommen. Generell ja Kopfhörer. Das muss man ja auch mal ganz klipp und klar so sagen. Vielleicht jetzt nicht der 29 Euro China-Kracher irgendwie. Ja, wobei auch wahrscheinlich die 1.000-Euro-Dinger zum größten Teil in China gefertigt werden, aber ne, wenn man da jetzt natürlich irgendwelche total, selbst der DT770, ne, also damit kann man, meiner Meinung nach de facto, kannst du damit eigentlich nicht mischen, also zumindest nicht gut. Ne? Ja. Der ist halt einfach viel zu verdreht, was die Wahrnehmung angeht. Und ist auch noch ein geschlossener Kopfhörer. Ja. Und also zum Recorden ist der vollkommen okay. Auch das möchte ich mal an dieser Stelle allen Leuten sagen, die damit auch. Ja, aber ich komme auch mit einem totalen Gegenpol von dem, was ich jetzt gerade zum Odyssey gesagt habe, komme ich gerade eigentlich in der Tasche auch aus den Prinzipalstudios, wo wir ja demnächst unser großes Mixwochenende machen. Genau. Weil ich bin in Vorbereitung für unser großes Mixwochenende im August und im September haben wir jeweils ein großes Mixwochenende im Prinzipalstudio in Ottmarsbocholt. Bin ich bei Vincent Sorg gewesen, Mischer von den Toten Hosen, für alle, die es noch nicht gehört haben. Und Vincent mischt über seinen Bose Noise Cancelling, ein geschlossener Bose Noise Cancelling mit Sonarworks auf seinem Rechner. Hat er mir nochmal bestätigt, weil der lag da auch gerade auf dem Küchentisch, weil er war auf dem Weg zu Lorelei, da haben die Brüder Wingenfelder gespielt, ehemals Fury in the Slaughterhouse, wo er hingefahren ist. Die haben am letzten Wochenende ein neues Album rausgebracht und da ist er hin. Und Vincent hat nochmal betont, dass er diesen Kopfhörer, dass das sein Kopfhörer ist, den kennt er hat das Sonarworks drauf als Korrektur, ne? Also nicht ohne, sagt er.
Aber er sagte, wenn ich damit zum Beispiel im Flugzeug sitze, kann ich das Noise Cancelling anmachen und kann sogar da Sachen vorbereiten und arbeiten. Natürlich nicht final mixen im Flugzeug, ne, aber mit Noise Cancelling, aber er sagte, ich kann damit wirklich arbeiten und ich bin es einfach gewohnt. Punkt. Und darauf mische ich auch die Hosen. Punkt. Und dann stehe ich da wieder und denke, ja, wo bin ich jetzt der snobistische Nerd, der sich den LCD2 gekauft hat, irgendwie, weil er denkt, dass er damit jetzt besser arbeitet. Aber ich kann es runterbrechen. Wenn Vincent damit arbeiten kann, super. Solange ich das nicht muss, weil ich bin den Kopfhörer nicht gewohnt. Ich möchte das auch nicht, weil allein dieses Gefühl, den Odyssey aufzuhaben, diese, der ist halt wirklich auch luftig. Das ist halt ein offener Kopfhörer. Ja, ne? Und er ist auch groß. Groß, und, luftig und auch so groß und schwer, wie er ist, merkst du ihn auf dem Kopf fast gar nicht. Irgendwie. Kommen schon viele Dinge zusammen. Und ich werde ihn zum Mix-Wochenende mitnehmen, den Kopfhörer. Und werde ihn Vincent mal aufsetzen, mal gucken, was er dazu sagt. Bin mal gespannt, ob ich aus ihm noch einen Jünger machen kann oder auch nicht. Wenn nicht, ist auch Wumpe irgendwie. Ich persönlich fühle auf jeden Fall jetzt, dass ich mich mit diesem Kopfhörer zum ersten Mal wirklich wohlfühle. Und um das Ganze noch zu toppen, wir haben ja im Premium-Bereich jeden Monat die Spuren des Monats. Mhm. Und ich habe mir für diesen Monat mal vorgenommen, dass ich den Mix von den Spuren des Monats, ist übrigens ein Song von Joe Gilder diesen Monat, von Home Studio Corner und von Home Recording Revolution, hat er mittlerweile auch übernommen, ein Song von Joe, dass ich den zweimal mische. Und zwar mit 2 Wochen Abstand. Mhm. Einmal mische ich den über den DT990 Biodynamic und dann lasse ich mir ein bisschen Luft, damit ich die frische Ohren kriege und dann mische ich ihn danach nochmal über den Odyssey. Oder umgekehrt, weiß noch nicht genau, welche Reihenfolge ich mache. Aber ich hoffe, dass es zeitlich alles hinhaut diesen Monat und dass ich das dann mache. Einfach um für mich auch mal das Gefühl zu kriegen, okay, alles klar, täusche ich mich da eigentlich, lege ich mich da selber rein, kann ich mit beiden gut arbeiten oder auch nicht und so weiter. Und werde dann auf jeden Fall berichten, was dabei rausgekommen ist. Für die Leute im Premium-Bereich sowieso, weil wir sehen uns in der Mixbar und da werdet auch das große Mix-Tutorial dann sehen, wo ich das alles erkläre, was ich gemacht habe. Aber vor allem für mich persönlich auch einfach mal als Challenge, A, 2 Kopfhörermixe mal wieder zu machen. Ich habe seit langem nicht mehr über Kopfhörer gemischt. Und B, dann tatsächlich zu sagen, okay, wie war das Erlebnis, das Gefühl, die Einschätzung, das, was ich gehört habe über die beiden verschiedenen Kopfhörer. Mhm. Spannendes Thema auf jeden Fall. Und es wird sicherlich den einen oder anderen hier bei den DAW-Verstehern auch interessieren, was dabei wo rausgekommen ist. Mit Sicherheit. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, es gibt ja wirklich viele Leute, die rein auf Kopfhörer auch arbeiten. Ne? Müssen. Also, müssen, ja. Klar, müssen oder vielleicht auch wollen. Also wie gesagt, ich kann es auch nur immer wieder wiederholen, dass ich viele Leute kenne, auch im vermeintlich professionellen Bereich oder professionellen Bereich, die es zumindest teilweise beruflich machen, die auch mit Kopfhörern, also großteils oder vielleicht sogar zu 100% mit Kopfhörern arbeiten und die auch super Ergebnisse damit erzielen und ihre Kunden damit glücklich machen. Ne? Also von daher, ich glaube, sind viele Faktoren irgendwie nötig. Ne? Meistens liegt es dann doch auch viel an dem, der entweder die Kopfhörer aufhat oder halt die vor den Boxen sitzt. Ne? Vielleicht ist das sind so. Die Soft Skills, die wir immer so ansprechen. Ne? Die Soft Skills sind die Sachen, die du unabhängig von der Technik einfach erwerben musst. Und das ist vor allem die Hörfähigkeit. Aber auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Apropos Hörfähigkeit. Ich hatte ja im letzten Podcast noch erzählt, dass ich über meinen DA-Wandler so gestolpert bin, weil ich den ja gerne mit einem anderen DA-Wandler AB gehört hätte. Und hatte ja noch angesprochen, dass ich keine technische Lösung finde. Darüber haben wir gequatscht. Und ich habe den DA-Wandler mittlerweile eingebaut. Das heißt, ich benutze nicht mehr den DA-Wandler von meinem Apollo, sondern den von Apogee, den ich habe. Wirklich altes Gerät, ein PSX-100, kann aber schon 96 Kilohertz, könnte der arbeiten, wenn ich denn darin arbeiten würde. Und habe den dann tatsächlich eingebaut, weil der hat tatsächlich einen digitalen Ausgang nochmal. Also ich kann reingehen aus dem Audio-Interface digital in den Wandler raus und aus dem Wandler raus kann ich dann nochmal auf meinen Monitor-Controller, der hat auch einen Wandler drin eingebaut, der RAM 2000 von Heritage Audio. Soweit, so gut. Die Idee war also gut. Ich könnte jetzt also umschalten. Ich muss natürlich aus dem Apogee dann analog raus in den Monitor-Controller? Monitor-Controller, genau. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich die ja AB hören, weil ich einfach umschalte auf Eingang 1 ist der Apogee und Eingang digital ist dann quasi der Wandler aus dem Heritage Audio. Aus welchem Grund aber auch immer, kommt das Signal aus dem Apogee 10 dB leiser raus, als wenn ich es aus dem RAM rausschicke. Okay. Also wenn ich bei dem RAM auf digital schalte, ist das Signal 10 dB lauter als der analoge Ausgang aus dem Apogee. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann hast du hinten falschen Studiopegel eingestellt irgendwie. Ne? Dann steht der irgendwie auf minus 10 dB V
musst du einfach nur umstellen auf plus 4 dBU und dann kommt hinten der richtige Pegel raus, stand aber schon drauf und da habe ich jetzt noch keine Lösung für gefunden. Das heißt, wenn ich jetzt AB hören will, muss ich immer noch gleichzeitig ein Preset für eine andere Lautstärke einstellen. Das ist schon wieder kannst so ein Hack-Mack. Kannst du das innerhalb des Monitorcontrollers nicht umstellen? Nee, das ist leider nicht zu justieren. Okay, also ich kann das bei meinem Monitorcontroller, kann ich quasi die Ausgänge, ja, kann ich quasi vorpegeln sozusagen. Ja, den Eingang müsste ich eigentlich, also ich habe keinen Einfluss auf den Eingang, ja, vom Monitorcontroller. Ich würde aber mal vermuten, dass der auf Studio-Pegel ist, weil die bauen ja kein Gerät für einen Studio-Einsatz, ohne dass das ja ein... Mit was für einer digitalen Verbindung gehst du denn von DA-Wandler zum Monitorcontroller? Coax. Also SPDIF. Nee, ja, also SPDIF, ja, aber über Coax-Kabel, nicht, ja, optisch. Ja, SPDIF ist ja immer Coax. Nee, beides. Ja? Ja, gibt's auch optisch. Ich dachte, das wäre dann ADAT automatisch. Nee, ADAT ist auch ein optisches Übertragungsverfahren, ja, aber SPDIF kannst du entweder über Coax oder über optisch übertragen. Okay. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und SPDIF wiederum, das, was dann über Coax übertragen wird, ist auch kompatibel zu AES-EBU. Nur AES-EBU muss dann, glaube ich, terminiert sein, die Verbindung, dass du nochmal so einen Abschlusswiderstand hinten dran baust. Aber jetzt ist auch gefährliches Halbwissen. Ich weiß nur, dass du über den AES-EBU-Ausgang auch ein Coax-Kabel zum SPDIF-Eingang ziehen kannst beim Monitorcontroller. Mhm. Ja. SPDIF Sony Philips Digital Interface ist die Übersetzung von SPDIF. Ich habe tatsächlich noch nie ein SPDIF gesehen mit einem optischen, mit einer optischen Schnittstelle. Ist an meinem Ox zum Beispiel unter anderem hinten dran. Ah, ja. Krass. Also Coax oder optisch. Cool. Ja. Wieder was gelernt. Ne? Immer was dabei. So. Auf jeden Fall. Nee, aber trotzdem, jetzt, du hast ja das eine Problem gelöst. So, jetzt kann ich endlich bei der DA-Wandler hören und dann ist da 10 dB Unterschied plötzlich. Und ich hatte dann das Manual noch durchgelesen vom RAM, irgendwie, ob ich da irgendwo den Eingangspegel unterschiedlich einstellen kann. Mhm. Am Apogee noch geguckt, ob ich die Ausgangspegel noch justieren kann oder so, sonst was irgendwie. Nee, geht alles nicht. Und deswegen, ich fummel weiter. Ich habe aber den Eindruck, dass tatsächlich der alte Apogee etwas leichtfüßiger klingt. Also, dass er oben raus ein kleines bisschen feiner auflöst, also zumindest den Bereich, den ich noch höre, oberhalb von 10K, von 12K, habe ich mit Vincent auch drüber gesprochen, gesagt, wie sieht's aus mit Höhen bei dir? Naja, sagt er so, ab 13K wird's weich. Und das fand ich sehr schön, weil Vincent wird nächstes Jahr auch, oder dieses Jahr auch 50 irgendwie, ab 13K wird's weich, hat er gesagt. Das fand ich sehr charmant ausgedrückt. Weich ist eine schöne Filterkurve. Ja, sehr schön. Ja. Eine sehr weiche Filterkurve. Quasi. Ja, definitiv. Ein 6 dB High-Cut-Filter. Ja, ja. Ja, wir hatten ja über Höhen auch gesprochen, neulich auch in der Mixkritik. Da haben wir einen Track vorliegen, der tatsächlich, vielleicht für alle, die es nicht wissen, auch im Premium-Bereich, jetzt mache ich mal Werbung für meinen Premium-Bereich, kann ich auch mal machen. Wir haben einmal im Monat eine Mixkritik, wo wir Songs besprechen, wir beiden hier vor der Kamera und Tipps geben, was wir hören und was wir nicht hören. Und der liebe Helmut, der uns bestimmt auch zuhört und der auch in Amstetten gewesen sein wird. Ist das Futur 2 oder Plusquamperfekt? Das irgendwie ist sonst was irgendwie? Auf jeden Fall, genau. Der liebe Helmut kommt aus Münster und hat uns Songs zugeschickt, wo wir auf dem Analyzer, also du hast es gehört, ich habe es auf dem Analyzer gesehen, dass die Becken sehr viel Höhen hatten, vor allem oberhalb von 15K. Ja, genau. Und das sind auch so Sachen, wo wir dann natürlich drüber sprechen, mit Kritik geben und auch Anregungen geben. Und da hast du mir noch die Frage gestellt, kennst du Helmut, weißt du, wie alt er ist und wie sein Raum aussieht? Genau, ja. Das sind so die ersten zwei Dinge, die man erstmal abwägen sollte. Alter desjenigen, der da sitzt, und zweitens halt Raum, ne? Weil was auch vielleicht die wenigsten, die meisten wissen ja, dass man sich nicht diesen Pyramiden-Noppen-Schaumstoff an die Wand kleben sollte im Studio. Aber ich glaube, die wenigsten wissen, warum das so ist, ne? Also die meisten denken ja gut, aber der wird ja als Akustikschaumstoff verkauft. Warum? Ja. So, was ist denn daran falsch? Ne? Ja, aber das ist ja einfach nur Physik, ne? In dem Fall, wenn du halt irgendwie so ein Ding hast, keine Ahnung, wie, was hat das für eine Stärke? Ein Zentimeter oder so, anderthalb? Zentimetern ist das noch so richtig grobporig. Meistens der billige ist noch so richtig grobporig. Genau. Also ich gebe zu, ich habe bei mir Pyramiden-Noppen-Schaumstoff im Studio über meinem Mixplatz. Mhm. Allerdings aus Basotect. Und 10 cm dick. Ja, das ist was anderes. Ja. Richtig, das ist aber auch Pyramiden-Noppenschaum. Ne, wir reden jetzt über den grobporigen, grauschwarzen irgendwie. Grauschwarzen, wo du so eine Meter mal Meter Platte für, weiß ich nicht, 17 Cent. Keine Ahnung, ein paar Euros irgendwie kriegst. Das Problem ist halt einfach, die natürlich bewirken die was, raumakustisch. Ja. Aber halt in den Frequenzen oberhalb von einem Kilohertz oder von 3 Kilohertz. Ja, oder noch höher oder so. Teilweise, ja, genau. Naja, das heißt, was du damit in erster Linie halt machst, ist, du absorbierst die Höhen im Raum. Das heißt, der Raum wird dumpf, ja.
ist auch so der Klassiker bei diesen ganzen selbstgebauten Vocal Booths, ne? Jo, Booths irgendwie. Die werden zugeballert mit diesem komischen genau, Zeug. Genau, die dann mit diesem Pyramidenschaumstoff zugeballert werden. Ja. Und letzten Endes hast du dadurch vielleicht insgesamt auch, das sind ja meistens irgendwie dann so 2x2 Meter oder 1,5 Meter Dinger, ne? Natürlich hast du dadurch einen gedämpften Eindruck. Ja. Aber wenn du dir dann mal Aufnahmen aus solchen Kabinchen anhörst, klingen die meistens sehr, sehr schlimm, weil du gerade das, was dann da passiert, so in diesem ganzen Tiefmittenbereich und ne, ich sage jetzt mal alles bei 200, 250 und alles bei 500, so wo halt so richtig diese Reflexionen reinknallen, klingt dann halt oftmals ganz, ganz schrecklich und ganz, ganz dünn und irgendwie komisch. Ja. Und die Höhen sind aber irgendwie ganz, 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 ganz seltsam gedämpft, was aber übrigens meistens nichts gegen S-Laute oder so bringt. Nein, natürlich nicht. Weil die S-Laute natürlich viel zu nah am Mikrofon stattfinden. Ja, ja, genau. Heißt also, zeig mir deinen Raum und ich sag dir, ob dein Mix so viele Höhen hat. Nein, klingt jetzt ein bisschen zu arrogant. Aber ist oft so, dass wenn du so Räume hast, die dann zugeballert sind mit Pyramidenschaumstoff, dass die Leute meistens zu viele Höhen reindrehen. Ja, unbewusst. Ja. Sie können da eigentlich im Prinzip gar nichts für, weil sie wollen einfach nur das kompensieren, was der Raum rausnimmt. Genau. Damit sie das hören, was sie gut finden. Und im Endeffekt kommt dann aber das dabei raus, warum klingt mein Mix im Auto anders als in meinem Studio. Unter anderem im Höhenbereich, genau. Zumindest deswegen. Eins von tausenden Möglichkeiten, ne? Ja. Aber das ist schon so ein... Und das Alter, dürfen wir natürlich nicht vergessen, genau, weil Alter, verlierst weil alle 10 Jahre, verlierst du, glaube ich, ungefähr ein Kilohertz. Ungefähr ein Kilohertz mit 10 Jahren Lebenszeit. Also kommt natürlich darauf an, was du beruflich machst oder wie viel Lärm du so ausgesetzt bist. Wenn du jetzt nicht direkt Punk-Drummer bist. Was? Ich habe so ein Piepen im Auge, ich sehe überall Pfeifen. Ja. Das denke ich auch häufig. Nee, aber ist ungefähr so, ja. Also alle 10 Jahre ungefähr ein Kilohertz, je nachdem, plus minus, kann man sicher hochrechnen, ne? Irgendwie. Und alle, die jetzt sagen, ja, aber das stimmt ja nicht, ich höre ja Höhen. Du hast da, glaube ich, mal so ein Video gemacht bei dir auf dem Kanal. Genau, ne? Wo man das überprüfen konnte. Also war jetzt nicht wissenschaftlich belegt, aber man konnte grob sich orientieren, irgendwie, wie weit man noch hören kann. Wobei es natürlich auf YouTube damit das schwierig ist, ne, mit den Höhen, weil es ja irgendwie ab 15k sowieso ziemlich weg ist. Ja, aber da gut. Die meisten sowieso ab 15k nichts mehr hören. Ja gut, dazu müssen sie ja dann auch schon mindestens 40 sein oder so, ne? Ja, einige auch schon mit 30, ne? Aber in dem Bereich, wo ich mich rumtummel ab 50 aufwärts, da bist du eher im Bereich zwischen 12 und 14k, wo es dann spannend wird. Ja, ne? Genau. Dann kommt noch mein Tinnitus hinzu, der mir auch noch Streiche spielt hin und wieder. Aber man kann das ja auch selber testen, ne? Gibt ja in jeder DAW gibt's ja einen Tone Generator, also einen Sinuston-Generator. Genau, ja. Da kann man ja auch einfach mal quasi an dem Rädchen mal ganz langsam drehen und irgendwann wird man merken, es wird leiser und dann ist es irgendwann weg. Ja, oder du machst es halt, wie ich es im Video gemacht habe. Ich habe ein rosa Rauschen genommen und habe einen Highpass-Filter genommen und den ganz hochgezogen und dann habe ich den einfach ganz langsam geöffnet und ab dem Zeitpunkt, wo du das Rauschen wahrgenommen hast, da wusstest du ungefähr, da muss meine Grenze sein. So. Das ist aber am Anfang witzigerweise auch eher so ein Gefühl gewesen. Also ich habe es so, dass ich am Anfang, als es dann zurückkam, so der Bereich, den ich gehört habe, hatte ich noch nicht den aktiven Eindruck, ich höre jetzt direkt was, aber ich habe gemerkt, es ändert sich schon was. Naja. So, ne? Also zum Beispiel der Markus Bertram arbeitet zum Beispiel auch mit einem Bass-Sweep, wenn der eben Räume dann einmisst oder gute Räume Idee. Auch macht. Müsste ich auch nochmal machen. Ist auch ganz interessant. Ja. Ich habe jetzt von Erzähl ihm, mir das Prinzip bitte eben. Genau, kurz. Also ich habe von ihm eine Audiodatei, die kann sich aber jeder im Prinzip auch selber bauen. Das ist einfach nur ein Sinuston. Dieser Sinuston beginnt bei 20 Hertz. Und das ist dann, also wie gesagt, DAW aufmachen, Tone Generator in die Spur laden und dann musst du einfach nur quasi eine Automation malen, dass du den Parameter der Frequenz sich immer weiter machst du quasi 20 Hertz und dann über irgendwie eine lange Zeit bis 100 reicht, 100 Hertz, 120 Hertz, dass du dann so eine leichte Kurve hast und dann kannst du halt dann sehen oder hören und dann gleichzeitig sehen, ab wo höre ich denn überhaupt hier was in dem Raum und vor allem habe ich irgendwo ein Mega-Loch oder eine Mega-Überbetonung, also, weil der Pegel bleibt ja gleich, den du in diesem Tone-Generator generierst, so. Ne? Und es ist ganz interessant, also ich habe das als Audiodatei von Markus bekommen, da gibt es dann immer die Ansage, 20 Hertz, 30 Hertz, 40 Hertz, ne? Wird immer reingesprochen und dann halt der Ton, der da drunter liegt und dann weißt du, okay, meine Boxen geben ab, weiß ich nicht, 40 Hertz, kommt da was raus irgendwie oder kann ich was hören? Und dann hast du auch auf einmal vielleicht, wo es dann auf einmal total
total hoch geht, weil du und da halt eine Überbetonung hast. Und es ist garantiert übrigens, ne? Dass du im Bereich zwischen 60 und 100 Hertz wird jeder irgendwo eine Frequenz haben, die in seinem an seinem Abhörplatz weg ist. Weil die kleinen Räume haben automatisch da irgendwo eine Raummode, die das einfach, wo sich die Wellen überlagern und dann in dem Fall an deinem Abhörplatz auslöschen. Und wenn du dich schon immer gefragt haben solltest, warum du vielleicht bei 80 Hertz nichts hörst bei dir oder warum du immer reindrehst, aber es wird nicht besser, ist eine Raummode an der Stelle. Genau, du kannst natürlich gegen Raummoden, also die einzige Chance gegen Raummoden zu arbeiten ist das hier. Ja, sind. Ne? Beziehungsweise das untere hier, das sind halt Helmholtz-Resonatoren. Ne? Meine Raummode hier ist 42,7, dementsprechend 85,4. Oktave drauf. Genau. Oktave drauf, ne? Und die sind jetzt halt auf 42,7 gestimmt. Die dann da eben die Energie rausnehmen. Also die in dem Fall ist es ja eine Überbetonung. Genau. Eine Raummode kann ja geht ja in beide Richtungen, je nachdem, wo du halt bist. Ja. Das kannst du halt mit Sonarworks oder so. Also natürlich kannst du einen EQ drauflegen, der bei 42,7 und bei 85,4 Hertz was rausdreht. Ja, aber wenn du die Auslöschung hast und versuchst, das irgendwie zu kompensieren, indem du es höher drehst, drehst du ja nur noch mehr Energie in den Raum rein. Deine Endstufen kommen ans Ende und das ist also die Physik kannst du an bestimmten Punkten einfach nicht austricksen. Geht einfach nicht. Das ist so, ne? Ja. Also von daher, ja, wir sind drauf gekommen, über die Höhen eigentlich sind wir zu den Besten gekommen. Ja, genau, stimmt. Ne? Wir haben schon wieder von Höchstgen auf Stück gesehen. Ja, genau. Aber das ist so. Gerade bei den Höhen kann man auch ganz, ganz viel ablesen vom Raum her oder eben auch vom Alter und auch vielleicht von der Art der Abhöre. Ne? Muss man auch. Gibt natürlich Systeme, die eher dafür bekannt sind, auch ein bisschen Höhen lastiger zu sein, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen dumpfer zu sein. Ja, wobei heutzutage Lautsprecher finde ich schon, ich finde es wirklich faszinierend, weil auch da ein neues Projekt übrigens, auch im Recording-Blog, was ich demnächst mal filmisch einfangen werde. Mein Sohn fängt an mit Musik und dann habe ich jetzt die Gelegenheit genutzt und für mich mal einen Mac Mini gekauft, einen neuen, einen M2 Mac Mini und zwar ganz bewusst den kleinsten, den es gibt. Also mit 8 GB, 256 GB SSD, also 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB SSD, weil wenn ich eine Sound Library draufladen will, dann packe ich halt hinten eine Festplatte dran und dann kann ich damit den Speicher weitermachen. Also der kleinste Mac Mini, den ich kriegen konnte, sogar als refurbished von Apple direkt, dann gibt es ihn nochmal ein bisschen günstiger, ist aber brandneu mit voller Garantie und so weiter. Mit der Idee, also A, der Junge braucht ein Studio, der braucht einen vernünftigen Rechner und der war mit 580 € noch halbwegs vertretbar, weil die sind ja auch nur so groß, ne? 12 cm Kantenlänge, ganz klein, im Monitor drauf, Audio-Interface dran und fertig. Und will da auf dem System auf jeden Fall testen, wie leistungsfähig ist das eigentlich. Also es gibt bestimmt schon 100 Videos bei YouTube, aber auf Deutsch habe ich mich jetzt nicht darum bemüht. Ich will es einfach für mich herausfinden, mir eine Logic-Session fertig zu machen, weil Logic ist optimiert auf Apple. Und einfach mal zu gucken, wie viele Kanäle, Halbplugins kann ich denn eigentlich drauf machen, bevor das Ding anfängt zu kotzen. Ne? Mhm. Und einfach die Idee ist zu zeigen, die Rechner heutzutage sind alle so potent, selbst der Kleinste schafft nahezu alles, was ich machen will. Ne? Und dann wird das ganze Ding aber oben natürlich ins Kinderzimmer gebaut, wo ich dann natürlich quasi zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder ein neues Studio von null baue, in einem unbehandelten Raum. Und ich habe es jetzt schon mal testweise hingestellt. Ich habe da so ein paar alte ESI-Boxen gehabt, so Aktivmonitore, so ganz kleine irgendwie, ich weiß nicht, 5 Zoll Pappe oder sonst was irgendwie. Und habe das dann da alles hingestellt. Und das Focusrite-Interface, was ich noch hatte, das Scarlett 2i2 zweite Generation, ne, dritte Generation schon. Und dann alles hingestellt, mich da hingesetzt und lasse so einen Song laufen. Und mein Sohn macht vor allem mit Apple Loops im Moment eine ganze Menge, also Baukastenmusik, aber wirklich sehr kreativ. Lass das ablaufen, sitzt da und denkt so, klingt aber geil. Ja. Verdammt, was ist das denn hier irgendwie? Ja. Jetzt muss man dazu sagen, sein Raum, sein Kinderzimmer ist deutlich größer als mein Studio. Okay. Also viel mehr Platz, vor allem nach links und rechts, ne? Und dann saß ich halt relativ nah dran an den Boxen. Das war also unter einem Meter auf jeden Fall. Ja, war weniger, ein halber Meter irgendwie. Dann sind das Bassreflexsysteme, die natürlich, wenn du nah dran sitzt und die Wand ist direkt dahinter und so weiter. Aber hab da erstmal gesessen und gedacht, das gibt's doch gar nicht. Warum klingt das hier so geil? Klingt bei mir besser als bei mir. Ey. Bei mir muss ich so viel Aufwand betreiben irgendwie, ne? Aber ich finde das ein spannendes Projekt, einfach mal jetzt nochmal ein Studio bei Null anzufangen und zu sagen, okay, alles klar. Was ist denn die Basic-Ausstattung jetzt eigentlich gewesen für einen? Wie groß war der Aufwand eigentlich, wenn man wirklich
was hinbaut, mit dem man schon arbeiten könnte, wenn man denn wollte. Ne? Und das werde ich natürlich im Video auch begleiten hier auf dem Recording-Blog und bin schon sehr, sehr gespannt, ob ich ihm da tatsächlich auch ein zweites, komplett optimiertes Studio hinbaue oder ob er einfach doch noch irgendwie über Kopfhörer mischt oder sonst was immer. Weil es geht bei ihm ja, und das ist das Coole, es geht ja nicht um Klang oder so, bei ihm geht es erstmal nur um die Musik. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir oft aus dem Fokus verlieren. Ne? Dass eigentlich das, was wir, warum wir es machen, ja die Musik ist. Ja, also klar, ja. Du bist der Soundveredler, das ist sein Berufsbild. Ne? Also bei dir kann es nicht mehr um die Musik gehen, weil die wird fertig angeliefert. Ne? Aber das Erstellen der Musik, das Komponieren, Produzieren, Arrangieren etc. pp. Und so weiter, der Teil, ich finde, dass der oft bei diesen ganzen technischen Besprechungen und so weiter eigentlich eher auf der Strecke bleibt, weil wir die ganze Zeit über die Technik sprechen, aber nicht über die Musik. Und das finde ich eigentlich oft schade. Ja, deswegen das alte Lied, warum an, ich sag jetzt mal, vielen, nicht allen, aber vielen großen Produktionen oder zumindest erfolgreichen Produktionen gibt es halt einen Produzenten und es gibt halt einen Mixing-Engineer. Und die haben nichts miteinander zu tun. Also das ist nicht der gleiche, natürlich haben die was miteinander zu tun, aber das ist halt nicht der gleiche Mensch. Ja. Ne? Und das ist auch nicht der gleiche Mensch mit einer Woche Abstand, sondern das ist nicht der gleiche Mensch. Es ist eben ein anderer Mensch dann. Das ist halt klar. Jetzt werden wieder alle sagen, ja, aber eigene Musik oder Kosten und so, jetzt völlig klar. Kann ich alles verstehen. Ne? Aber es ist halt genau der Punkt. Ne? Genau das ist der Punkt, was du gerade sagst. Wenn du natürlich schon beim Produzieren kann natürlich ein Vorteil auch sein, denkst, ja, okay, ich denk schon mal dran, dass ich irgendwie vielleicht nicht 10 Instrumente in der gleichen Oktave da jetzt zusammenknüttel, weil das dann irgendwie sich zusammenwulst bei 200 Hertz. Ja, klar. Sagst du, ja klar, aber das ist einer von diesen Soft Skills, ne? Das ist ein, ja, das ist aber, das hat ja nichts mit Mixing Engineer zu tun. Nee, das ist Arrangement. Das ist Arrangement. Genauso wie ich beim Orchester, wenn ich ein Arrangement für ein Orchester schreibe, dann denke ich ja auch nicht daran, dass das irgendwann mal auf CD eingespielt wird und 50 Leute in einem Raum spielen, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise bei so einer Aufnahme, aber beim Arrangement schaust du ja auch, dass du dementsprechend Klangfarben setzt, die natürlich auch in verschiedenen Oktaven, dementsprechend in verschiedenen Frequenzbereichen stattfinden. Und das ist bei einer Pop oder Techno oder was weiß ich was Produktion eigentlich genau das Gleiche. Das ist bei jeder Musikrichtung das Gleiche. Genau, also jeder weiß, dass wenn du halt 10 Gitarren einspielst für deinen Rocksong und die spielen alle das gleiche in der gleichen Oktave, dann hast du da nichts von. Nee. Dann wird es halt irgendwann lauter. Großes Mono kriegst und, du dann. Genau, ja. Und ein großes Mulm. Aber gewonnen hast du dadurch nichts. Ne? Und ja. Von daher ist ja dieser Vorgang, den du beim Produzieren und beim Arrangieren machst, natürlich für viele, die dann auch den Mix machen, gleichzeitig sagen, ja, das brauche ja gar nicht mehr viel mischen, das mache ich ja in der Produktion. Ja, klar, ja, machst du das in der Produktion. Im Idealfall machst du das da schon, ne? Ja. Aber vielleicht gäbe es da noch 1000 andere Sachen, die ein Mixing Engineer anders angehen würde. Sagte übrigens auch Timo Krämer zu unserem letzten Song, ne, dass er sagte, ich musste eigentlich gar nicht mehr so viel mischen, weil wir das alles vorher schon so gemacht haben. Genau. Ja. Weil du das ja in dem, aber du bist ja die gleiche Person, das heißt, du änderst das natürlich ja auch nicht mehr. Nein. Ist ja auch okay. Ja. Ne? Aber so hast du natürlich in dem Prozess, wo du irgendwie einen Produzenten, einen Mixing-Engineer und einen Mastering-Engineer oder so hast, hast du natürlich einen ganz anderen Austausch. Natürlich werden die Veränderungen immer kleiner werden, ne? Umso größer vielleicht eine Produktion auch ist. Ja, je mehr Erfahrung man auch mitbringt und so weiter. Auch übrigens ein spannendes Thema und damit können wir vielleicht auch so schon mal so langsam das Ende einleiten. Mhm. Wir werden im August, im Mixwochenende, werden wir einen Song aufnehmen und abmischen und mastern und fertig machen und so weiter. Mhm. Und aber einen fertigen Song schon. Und wir werden im September auch einen Song aufnehmen. Allerdings werden wir da dann auch, vielleicht auch noch, wir werden wahrscheinlich den Song Sommersonnenfänger von mir nochmal neu aufnehmen. Mhm. Dann im großen Tonstudio, den du ja schon mal getrommelt hast und den du dann hoffentlich auch wieder trommelst. Stimmt. Und dann wird aber der Produzent Vincent Sorg auch neben mir sitzen und da nochmal ein bisschen von seinen Skills mit reinbringen, um dann eben den Song dann auch nochmal... Muss ich da nicht mein Schlagzeug mitbringen? Bitte? Muss ich da nicht mein eigenes Schlagzeug mitbringen oder steht wenn da? Wenn du möchtest, kannst du dein eigenes Schlagzeug mitbringen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, weil ich habe den Song ganz klassisch arrangiert. Ne? Der ist Intro, Strophe, Refrain, Zeta, Refrain, Refrain, raus. So, ne? Ganz klassisches Bild irgendwie. Der geht auf 3 Minuten 50 irgendwie. Und ich hatte den Vincent jetzt schon mal vorgespielt und er sagte, ja, ich hätte da die ein oder andere Idee. Und ich schon gedacht habe, ja, da freue ich mich schon mal drauf, auf die ein oder andere Idee, wie man das nochmal angehen kann. Weil der auch, der kommt, das ist halt das Tolle bei diesen Mischern, die auf dem Niveau arbeiten, die haben noch eine weitere Ebene, die mitbringen, nämlich die Emotionen in der Musik,
die du ja auch berücksichtigen musst. Du musst ja eine Emotion beim Zuhörer auslösen. Und wir sind ja oft mit Schreiben, Komponieren, Texten, Aufnehmen und so weiter und so fort, mit allem beschäftigt irgendwie, was dazugehört. Und dieser Mann ist jetzt aber schon so lange im Geschäft, dass er sein Handwerk so, also Handwerk mischen und produzieren, so gut versteht, dass er sich auch auf diese emotionale Ebene drüber bewegen kann und da das Ganze nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Weil ich habe das ganz oft, wenn du so Pro-Mischer siehst, so Michael Brower und wie die alle heißen und so weiter, die sprechen oft immer von der Emotion im Song. Und bis du, glaube ich, an dem Punkt bist, wo du dich erstmal nur auf die Emotion einlassen kannst. Das ist ja wie bei einer Sprache, ne? Erstmal lernst du nur die Wörter und bist nur mit Grammatik und Sprache beschäftigt. Mhm. Bis du dann irgendwann auch sauber ausdrücken kannst, was du sagen möchtest, ist ja nochmal eine weitere Ebene notwendig, ne? Und dann mit Leuten auf dem Niveau zu arbeiten, finde ich einfach mega spannend irgendwie. Und da mal einfach den Songwriter Jonas zu nehmen, der einen Song aus seinem Studio mitbringt und dann einem Pro auf dem Niveau zuschmeißt und sagt so, hier, was fällt dir eigentlich dazu ein? Das ist schon cool. Das könnte spannend werden, was aus dem Song wird, weil ich habe jetzt... Müssen wir das Üben wieder anfangen? Ja, vor allem, wir sind ja jetzt im zweiten Jahr ja schon mit dem Song. Ich wollte den eigentlich letztes Jahr schon rausbringen, weil der Song fängt an mit der Zeile Fenster auf, Nase in die Luft, weil es Sommer wird. Jetzt ist schon wieder August, also kann ich den dieses Jahr auch schon nicht mehr rausbringen. Aber ich hoffe, dass ich den dann nächstes Jahr so weit habe, dass ich im April den Song rausbringen kann, damit er dann zur passenden Jahreszeit auf die passende Emotion übertragen kann. Gut, ja. Und dann machen wir natürlich hier im Recording-Blog auf jeden Fall unseren ersten Nummer-1-Hit. Vielleicht regnet es ja auch nicht bei der Aufnahme, das wäre auch förderlich. Für die Emotionen, weißt du? Das wäre vor allem förderlich, wenn es bei der Aufnahme nicht regnen würde, weil wir ja abends draußen sitzen werden und grillen, unter anderem. Ja. Das heißt also, auch da wird es schön werden. Und ich freue mich da schon so drauf, das glaubst du gar nicht. Das wird ein Riesenspaß irgendwie. Und ist wie so ein Sandkasten für Erwachsene, so ein riesiges Tonstudio. Und einige haben ja auch schon geschrieben, dass sie auf jeden Fall ihre Musik mitbringen wollen, damit sie die auch mal über die großen ATCs im großen Studio hören können. Und das wird auch, schon gesagt, die ATCs sind da eigentlich nur in der Wand für die A&Rs, die dann da vorbeikommen, also die Musikzuständigen aus dem Plattenlabel. Mhm. Apropos, vielleicht nur eine kleine Empfehlung, weil ich es gerade angefangen habe und was auch in der Mixbar empfohlen wurde. Ja. Ich hatte zwei Fragen gestellt in der Mixbar an die Leute, die alle da waren. Und die erste Frage war, welche Platte dreht sich bei euch gerade im CD-Spieler? Haben die meisten gesagt, welcher CD-Spieler? Und die zweite Sache war, welche Serie guckt ihr gerade eigentlich? Und dabei kam die Serie Daisy Jones and the Six auf. Mhm. Das ist eine Serie über eine Band, die in den 70ern erfolgreich war und kurz vor dem großen Durchbruch hat es geknallt und die haben sich aufgelöst. Und die Geschichte wird jetzt quasi über ein Interview, was 20 Jahre später stattfindet, nochmal erzählt. Das heißt, sie haben alle Mitglieder von Daisy Jones and the Six 20 Jahre später nochmal einzeln vor die Kamera geholt, so eine Interviewsituation. Und die erzählen dann die Geschichte und die wird natürlich dann im Bild ganz normal erzählt irgendwie. Ne? Also die sitzen dann da nur und sagen, ja, das war damals spannend und dann gibt's Rückblick und dann geht's wieder in die Zeit rein. Aber was da vor allem da ist, ist viel gute Musik. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen vom Musikgeschäft in den 70ern, wie da Musik gemacht wurde, wie es ablief und so weiter und so fort. Und natürlich das Zwischenmenschliche, was auch alles da stattfindet. Und die Tina aus dem Premium-Bereich hat mir gesagt, das wären alles Schauspieler, die aber nicht ausgewiesene Musiker wären. Mhm. Und das ist aber schon fast wie bei dem Film Ray, wo du es nicht sehen kannst, dass da jemand vielleicht nicht auf dem Niveau dieses Pro-Musikers spielt, aber trotzdem ist es so gut gemimt, dass du fast keinen Unterschied siehst zwischen dem Ding. Wie hieß denn der Schauspieler von Ray damals? Jamie Foxx war das, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Der Film kam und der hat ja Ray Charles gespielt. Ray Charles war ja blind. Und dann, klar, wenn du einen Film über einen Pianisten machst, dann musst du ja auch hin und wieder mal den Pianisten zeigen und einen Schnitt auf seine Hände machen. Ja, ne? Geht ja, das, ja. Und der Typ hat sich das so drauf geschafft, dass das wirklich so, also der Film hat mich wirklich, wir haben gerade über Emotionen kurz gesprochen, der hat mich emotional echt richtig abgeholt. Also Ray, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben sollten, auf jeden Fall eine Riesenempfehlung, ein Megafilm. Aber das fand ich auch sehr, sehr stark beim Queen-Film, Bohemian Rhapsody. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, du hast Bohemian Rhapsody? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Da hast du ja das verpasst, dass die versucht haben, hochkant in ein Electro-Voice RE20 reinzusingen und solche lustigen solche lustigen Filmfehler, also die da so. Echt? Ja, ja. Ach, das ist ja lustig. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ja, also ich hatte den Elton John Film gesehen, der war ganz cool. Rocketman. Ja. Ja. Der war ganz cool, war auch gut gemacht. Ja, der ist mir zwischendurch ist ja für mich in einer anderen Sphäre, weiß ich nicht. Abgeglitten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Also der war auch nicht zu 1000% so wie Yesterday, dieser Film über diese. Ja, das natürlich. Der war auch irgendwie so
80% geil, ja, und den Rest war so, boah, ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommen die aus der Nummer raus? Irgendwie, ne? Ja, ja. Und wie gesagt, den Queen-Film habe ich mir vielleicht auch deswegen noch nicht angeguckt, weil in der Kritik stand drin, dass alles eben auf Wembley hinzielt. Auf dieses eine Konzert, wo die dann halt dieses Mega-Stadion-Event gemacht haben, ja, und so weiter. Und das alles darauf zählt. Vielleicht habe ich mir den deswegen noch nicht angeguckt. Aber die Kritiken für diese Performance waren ja immens gut für den Hauptdarsteller, ne? Also das war ja wirklich... Ja, auch die anderen, ne? Ja. Auch so Drums und so, das muss natürlich dann auch alles passen, aber gut, hallo, zusammen, ja, sein, ne? Gut in Sync sein im Bild. Also ich fand das sehr, sehr beeindruckend insgesamt. Und ich glaube, ich habe den mittlerweile schon 10-mal geguckt. Liegt auch vielleicht daran, dass ich ein riesen Queen-Fan bin. Irgendwie, dass ich mir den schon so oft angeschaut habe. Bei mir läuft auch gefühlt alle 2 Monate einmal irgendwie eine Live-DVD von Queen. Na, zu Recht natürlich. Ja, völlig. Vollkommen zu Recht. Meine Tochter ist gerade voll auf ABBA. Okay. Was mich dazu gebracht hat, dass ich ich habe so eine alte PlayStation 2, da haben wir SingStar drauf. Okay. Habe ich also jetzt irgendwie bei eBay gebraucht für 9,90 Euro. ABBA SingStar für PlayStation 2 so gekauft, ja, und jetzt wird bei uns rauf und runter ABBA gesungen, volle Pulle. Was den Nebeneffekt hat, dass ich mal wieder reinhöre in die Produktion, in die Songs. Hm. Oh, war das gut, ey. Das ist einfach stark, ja, in jeder Zehntelsekunde findet was Geiles statt irgendwie. Das ist im Prinzip wie moderne Musik heutzutage. Moderne Musik hat ja heutzutage keine Pausen mehr, ne? Also wenn einer gerade nicht singt, dann kommt irgendwie irgendein Mini-Hook, kommt ja immer irgendwie so ein kleines Ear-Candy und so weiter, ne? Und es war aber auch schon ganz oft so, dass die Musik wirklich nie langweilig wurde und immer so dieses eine kleine Highlight mitbrachte, was du dir gemerkt hast, wo du dann auf der Tanzfläche flexen konntest, wie man heute so schön sagt, ne? Angeben konntest. Und so, super. Großartig. Mhm. Und ich glaube, mit großartiger Musik können wir uns auch verabschieden hier aus der Regie A. Nächstes Mal verraten wir dann, wo die Regie B geplant sein werden wird. Nur weil hier gerade Baustelle ist. Ja, im Eingangsbereich. Weißt du, dass du da eine Regie brauchst? Ja, nee, tatsächlich nicht. Die nächste Regie ist wahrscheinlich dann mit dem Odyssey bei dir auf dem Balkon. So, jetzt haben wir es doch mal. Apropos Balkon, vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal, die nächste Folge bei dir auf dem Balkon aufzunehmen. Weil das hängt ganz vom Wetter, aber der Balkon ist natürlich überdacht, ne? Naja, so trotzdem. Aber frieren will ich trotzdem nicht. Aber das schauen wir dann beim nächsten Mal. Wir sehen uns ja in 2 Wochen dann wieder. Dann werde ich auf jeden Fall nochmal final vom Gig in Emsdetten berichten. Oh ja, stimmt. Du wirst berichten von deinem Konzert, was parallel stattgefunden hat. Wir sind also parallel quasi auf den Brettern, die diese Welt bedeuten. Ja. Und dann können wir auch immer noch mehr verraten. Genau. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, du oder ihr noch Fragen haben solltet, die wir nächstes Mal dringend besprechen sollen, dann gerne unten in die Kommentare bei YouTube oder aber auch per Mail an info@drw-versteher.de. Kommt auf jeden Fall bei uns an und dann freuen wir uns schon, euch in 2 Wochen wieder hier begrüßen zu dürfen. Ja, das wäre toll. Hast du ein Schlusswort? Och, weißt du, nach so einer langen Pause, ne? Da, ja, fangen wir mal damit nicht wieder an. Ich wollte gerade sagen, da muss ich mir erstmal wieder vorbereiten. Ich bring dir mal das Sprüchebuch bei, das große Fips-Asmus ein Sprüchebuch bei und dann können wir mal gucken. Achso, wie heißt der König der Süßspeisen? Kaiser Schmarrn. So. Adieu. Mach's gut, Jassas. Ja, ich meine, der ist doch besser als, warum hat ein Ostfriese immer eine leere Flasche im Kühlschrank stehen? Warum? Falls mal einer nichts trinken möchte. Oh Mann, ey. Schmerzen, große Schmerzen.